Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und nachdem ich ja, ne, von Honda den ersten Großraumroller habe, war immer mein Traum, ne, mal den kleinsten Roller von Honda zu haben. Und den haben wir hier, und zwar den Honda Melody. Tja, meine Lieben, ne, das ist hier was ganz Cooles. Ich wollte diese Roller schon immer haben. Die werden aber sehr teuer verkauft normalerweise. Jetzt bin ich gestern 150 Kilometer hingefahren, 150 Kilometer zurück und habe dieses schöne Stück geholt. Ich werde euch den mal zeigen. Der hat sehr, sehr lange gestanden. Die letzte Zulassung war 2007. Das heißt, wir müssen hier ganz vorsichtig rangehen und so, um den wieder zum Laufen zu bringen. Ja, ich gehe jetzt mal rum und stelle euch das kleine Ding vor. Ne, wie gesagt, der hat genauso viel Kubik wie eure größeren Roller, also 49,9. Ne, hat eine 40er Zulassung und wiegt 75 Kilo. Ne, also ich finde, das ist ein schönes Ding. Ne, und vor allen Dingen, er ist extra von Honda mal entwickelt worden für Wohnmobile und so eine Geschichten. Ne. Und wie ihr hinten seht, kann man ganz gut sehen an dem Schild, ne, die letzte Zulassung war 2007. Das heißt, wir müssen ganz vorsichtig hier rangehen, um das Ding nicht zu schädigen. Weil jetzt hat er so lange gehalten und dann sollte das auch bleiben. Ne, hier nochmal auf dem Tacho, ne, 5892 Kilometer. Das finde ich auch cool hier. Na, und ist ein ganz normaler Zweitaktmotor. Na, das werde ich euch zeigen. Ich baue jetzt erstmal die Verkleidung gleich ab und dann gucken wir mal, was hier kommt. So, wir haben hier also einen Einsitzer, ne, der auch schon Gemisch selber mischt. Das ist schon mal schön. Wir müssen also nichts anrühren. Hier normale Tank, hier der Öl, hier die Batterie, die natürlich mit Sicherheit platt ist. Tja, klar. Ich habe jetzt die Sitzbank abgemacht hier. Mal die Batterie habe ich auch ausgebaut. Ist natürlich noch so eine Batterie mit Säure. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier die Verkleidung abmachen, damit man dann hier den Gepäckträger das alles runter, weil wir müssen ja unten dran, ne, da wo der Vergaser sitzt. Wir müssen jetzt hier die Verkleidung lösen. Hier ist so eine Art Helmfach oder Staufach. Das haben wir erstmal runtergenommen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier diese Schrauben lösen, damit wir die Seitenteile runterkriegen. Das hier weiß ich jetzt auch gar nicht, was das ist. Fahrgestellnummer. Ach, da ist die Fahrgestellnummer. Auch nicht schlecht. Da ich vor euch keine Geheimnisse habe, hole ich das mal ran. Hier sitzt die Fahrgestellnummer. Das heißt, wenn er das Fach aufmacht, ne, das ist schon mal nicht schlecht. Tja, jetzt haben wir soweit alles ab. Seht ihr aus, ein bisschen normal Flugrost. Die Kerze sitzt übrigens hier oben. Das heißt, das ist ein stehender Zylinder. Es gibt dann auch liegende. Ne? Ja, nicht weil die schlafen. So, ich zeige euch die andere Seite auch noch mal. So, das ist hier die andere Seite dann. Könnt ihr alles hier sehen. Unterdruckbenziner. Hier der Behälter fürs Öl, was wir natürlich wechseln werden. Ne? Luftfilter. Ne, und das hier unten ist angeblich irgendeine Flüssigkeit, die da mal drauf gekommen ist. Aber das stellen wir alles noch fest. Jetzt habe ich einen normalen Zündkerzenschlüssel genommen und will mal die Zündkerze lösen. Hört sich gut an. So. Das hole ich mal weg. Ja, das ist die erste Umdrehung, ist gelöst. Ja, die Maske habe ich übrigens auch dabei. Das war gerade das, was euch das Bild versaut hat. Kerze ist jetzt draußen. Wir gucken uns die hier mal an. Sieht gar nicht schlecht aus. Natürlich machen wir die sauber. Eventuell gönnen wir ihnen auch eine neue. Na, aber wir werden erstmal gucken. Ist Zündfunke da und tralala. Den Zündkerzenstecker habe ich natürlich auch kontrolliert. Seht ihr, der sieht auch ordentlich aus.
Ich habe jetzt mal den Tankdeckel abgemacht und wenn wir jetzt hier gucken, seht ihr hier diese Ablagerung, hier ist schon Rost. Wir müssen das alte Benzin rausmachen und auf jeden Fall den Tank spülen. Ja, nachdem wir das hier also festgestellt haben, dass das da sehr versifft ist, gehen wir jetzt beides hier auch für einige von euch interessant. Wir nehmen hier mal den Pinökel runter. Ja. So, dann nehmen wir eine Zange. Na, fassen hier an. Das ist die Tankanzeige. Und drehen das hier. So, jetzt ist das Ganze los. Ja. Noch nicht ganz. So. Ja. Und dann können wir normalerweise erstmal das hier oben abnehmen. Und das scheint hier unten auch noch irgendwie befestigt zu sein. Ja, ist halt Honda, ne? Da ist alles ein bisschen anders. Wenn man dann das gelöst hat, kann man hier den Schwimmer rausnehmen. Der passt hier ganz genau durch. Ne? Und wenn ihr euch jetzt mal hier die Katastrophe anguckt, der ist extrem rostig. Das heißt, das müssen wir auch alles abmachen. Hier haben wir dann die Kabelverbindungen. Ne? Das ist nicht ein Stecker, wie es heutzutage ist, sondern das ist einmal dieser, der grüne, ne? Und einmal ein gelber. Die ziehen wir ab. So. Und dann kann man das normalerweise hier so durchziehen. Da haben wir das ganze Ding. Ja, ganz wichtig, Leute, wenn eine Karre so lange gestanden hat, nehmen wir hier eine Spritze mit Zweitaktöl. Die Kerze haben wir rausgedreht. Dann gehen wir hier ran mit der Spritze und drücken hier so ein bisschen Zweitaktöl rein, bevor wir überhaupt den Kolben bewegen, ne, weil nicht, dass der trocken läuft und das wäre schlecht, dann haben wir eventuell einen Motorschaden. Ja, wir werden jetzt über Kickstarter beigehen, nachdem wir das Öl ein bisschen einwirken lassen haben und den Kickstarter mit der Hand runter gemacht, werden wir die Kompressionen abdrücken. Ich habe jetzt hier das Kompressionsmessgerät angeschlossen. Seht ihr, das steht hier auf 0. So, und jetzt werden wir gleich gucken, ne, ob der Motor noch gut ist. Wie ihr seht, das steht auf 0. Und jetzt mal schauen, was hier kommt. So, ich bin begeistert. Das sind eben mal 9 Bar. Ja, das ist doch was. So, jetzt habe ich das Gerät rangeschlossen. Na, und jetzt werden wir das ganze Spiel nochmal wiederholen über den Kickstarter. Ja, der Gerät ist angeschlossen, Zündschlüssel rumgedreht und jetzt drücken wir mal den Starterknopf. Und seht ihr, ist auch auf 9 sogar etwas drüber. Der nächste Schritt sollte natürlich auch immer sein, überprüfen, haben wir hier einen Zündfunke. Gerade bei so einer alten Kiste. Deswegen Zündschlüssel ist umgedreht und dann, ja, seht ihr, der Funke ist da. Ne, der ist gerade übergesprungen auf mich. Tja Leute, hier noch was ganz Schönes hier. Ja, für diejenigen Leute, die ne, ja, einen Angriff haben. Ne, die kann man in eine Seite reinmachen, wo ihr diese Blenden habt mit Chrom. Und dann kann man da Strom drauflegen und seht ihr, dann leuchtet das im Weiß oder auch, ja, ne, hier so blink, blink mit Gelb und so. Könnt ihr also den Blinker vielleicht integrieren. Ja, ist schon geil, was die Chinesen machen. Ne? Ja, nicht nur Corona. Ja, wie man hier sehen kann, das sieht ja nicht wirklich schön aus. Und hier ist der kleine Vergaser, Luftfilter haben wir auch aufgemacht. Wir machen jetzt den Vergaser ab und werden den Vergaser reinigen. Gut, Vergaser geht jetzt nach Hause gegangen, weil hier kalt ist. So sind die Frauen halt. Dann muss der Mann das selber in der Hand nehmen. Ja, nachdem ich den Vergaser gelöst habe, das sind hier 2 10er Schrauben, den Luftfilter ab, mache ich jetzt hier oben noch den Schieber raus und dann kann ich endlich den Vergaser sauber machen.
Ich habe jetzt alles sauber gemacht, entrostet, die Gummidichtung wieder drauf. Natürlich wird es nicht wie neu, das ist klar. Aber wichtig ist, dass der Rost entfernt ist, dass die Kontakte hier an den Seiten da sind, weil wenn dann der Schwimmer hochgeht, zeigt er an, voll, nicht so voll. Das ist immer ganz wichtig, dass man das auch weiß. So, dann zeige ich euch das hier nochmal. Und zwar ist es hier so, wenn ihr da reinleuchtet, kann man das ein bisschen sehen und mit dem Auge da dicht dran geht, dass da kein Rost ist. Man riecht auch, ob der Sprit noch okay ist und vor allen Dingen, dass kein Wasser gezogen ist. Das ist ganz wichtig. Benzingeber oder wie das Teil heißt, reinsetzt, dann achtet da drauf. Der passt hier ganz genau rein und muss dann im Grunde genommen hier ganz vorsichtig reingemacht werden. So, dann kommt er hier drunter. Hier ist auch so eine Führung, so eine leichte, beziehungsweise so eine Position, wie der sitzen muss. Also da. Wenn das dann richtig sitzt, nehmt ihr wieder die Wasserpumpenzange, fasst hier an und dreht das Teil. Seht ihr, jetzt ist auch der Pfeil genau in der Richtung, wie das Ding sitzen muss. So, dann jetzt hier noch die Gummiabdeckung drüber. Das Ganze sollte dann so aussehen. Jetzt müssen wir unten nur die Kabel wieder anschließen. Ich zeige euch das nochmal in Nahaufnahme. Hier seht ihr, dass der Pfeil da nach vorne zeigt. Und hier unter ist auch alles. Das Gummi sitzt auch ordentlich. Also bin ich damit auch schon mal zufrieden. Die Kabel habe ich auch wieder zusammengesteckt. Kann man ja nichts verkehrt machen. Gelb auf gelb, grün auf grün. Jetzt gucken wir mal gleich, ob die Tankanzeige oben geht. So, jetzt hat er Strom. Die Tanknadel ist natürlich hier in Reserve, aber ist natürlich auch wenig Sprit drauf. Aber man sieht, dass sie ganz langsam hochgeht. Ne? Es ist nicht viel Sprit drin, da müssen wir sowieso ein neues Benzin drauf machen. Ja, das ist hier also der ganz normale Zweitaktvergaser, ne? Wie ihr ihn alle kennt. Eins, was hier ein bisschen anders ist, die Kaltstartautomatik ist hier unten noch mit einer großen Mutter. Ne, hier hat man was rumgemacht, weiß ich auch nicht, was das soll. Ne, aber das verändere ich natürlich auch. So, die Hauptdüse habe ich schon mal entfernt. Jetzt muss ich den Düsenstock entfernen. Dafür nehme ich mir hier so einen kleinen Imbus. Gehe hier rein, wo der Schieber war. Ihr könnt das wahrscheinlich jetzt gleich sehen. Drücke dann hier drauf. Und da drin ist der Düsenstock. So. Und dann seht ihr, kommt der hier hinten raus, weil wenn ihr den Düsenstock nicht entfernt habt und den sauber gemacht hier, ja, dann könnt ihr euch das doch sparen, den Vergaser sauber zu machen. Ich habe übrigens ganz tolle Videos, wo man das alles nochmal im Detail sehen kann. Leute, ich habe hier so ein Ding, ne? Ja, ihr, ne? Denkt nicht wieder was Falsches, ich meine nicht mein Ding, sondern hier. Das ist extra dafür, um Düsen zu reinigen. Da habe ich hier das Dünnste und gehe hier natürlich durch jedes Loch durch, damit der Düsenstock auch wirklich frei ist. Ne, da darf man nicht fuschen, da muss man ganz pingelig sein. Tja, meine Lieben, ja, Vergasergitte ist gerade vorbeigekommen. Ja, die hat frei heute. Ja, ist ja eine Gewerkschaft. Ne, und sie macht jetzt, weil ihre Augen noch besser sind, ja, führt sie das mal in diese kleinen Löcher ein und zieht das da schön durch. Ne? Ich mache das, was ich am besten kann, wisst ihr ja. Ne? Wenn ich nicht saufe, trinke ich einen Kaffee. Ah, schön. Ja, schöner, frischer, warmer Kaffee. Ne? So, ich hatte wieder ein paar Leute zu Besuch hier. Ja, die habe ich erstmal verwandt. Ich habe gesagt, ich muss für meine Community, ja, für meine Fans da draußen muss ich doch ein Video machen. Und ich habe die Tagesaufgabe, dass diese kleine Karre heute rennt. Ne? Also muss ich zusehen, dass ich das auch geregelt kriege. Kleine Pause, ne? Vergaser lassen wir einweichen, Bremsenreiniger in Einsatz.
und es nicht vergessen, Leute. Ja, immer Maske dabei, wenn mir jemand zu nahe kommt. Na, ne? Ja, die Leute, die ihr nicht mag, könnt ihr so auch auf Abstand halten. Ja, das ist, Peter, das können Frauen besser. Das ist fast so wie, ich kann ja auch nähen, aber als wenn man so einen Faden in so eine ganz kleine Nähnadel reinstecken will. Ne? Ja, sie ist ein bisschen vermummt, die ist kalt, die geht auch gleich wieder nach Hause, ich mache weiter. So, nachdem ich alles ausgebaut habe, lege ich das hier in eine Schale und jetzt kommt das Spielzeug, das Lieblingsspielzeug, der Rollerschrauber. Ja, Bremsenreiniger. Latten wir den mal schön ab hier mit Bremsenreiniger. Ne? Auch gleich durch die Düsen, die lassen wir auch da drin liegen. Lass ein bisschen einweichen. Ja, das, ne, das ist Vergasergitter. Ja, bei Vergaser macht ihr keiner mehr was vor. Könnt ihr sehen? Mach ich fein, ne? Ja. Gehe ich nochmal bei. Sprühe das hier mit Bremsenreiniger mal ein. Hab natürlich was darunter gelegt. Und gehe mal mit der Zahnbürste hier ran, ob ich das abkriege. Weil das sieht ja übelst aus. Na, und wenn er so ein Ding lackiert, na, das kriegt man nie so gut hin. Alles hier Ölrückstände. Wahrscheinlich von den letzten, ne, 20 Jahren. Jetzt könnt ihr sehen, ne, dass das schon ein bisschen was gebracht hat. Na, wenn ihr euch jetzt fragt, warum mache ich das? Wenn ihr nachher der Luftfilter und alles vorsitzt, dann komme ich hier nicht mehr ran. Und das ist schlecht, weil erst kommt die Technik, dann die Optik und das zählt hier zur Optik. Hier können Sie nochmal den Gasschieber sehen, die Nadel und hier oben diesen Verschluss, der ist zum Schrauben. Ne, wie gesagt, habe ich euch ja erzählt, die Nadel kann man auch verstellen, aber dafür habe ich ganz tolle Videos, die ihr euch angucken könnt. Nachdem ich den Vergaser dann gereinigt habe, setze ich den hier an. Ziehe die 2/10er Schrauben fest, habe mich natürlich überzeugt, dass alle Dichtungen in Ordnung sind. Ja, man kommt da ein bisschen blöd dran. Das letzte Stück kann man eventuell auch mit dem Maulschlüssel dann machen. Ne? Und hier vorne, hier kommt man natürlich einfach dran. Ne? Ziehe ich den erstmal so an. Und dann kann ich eventuell mit dem Maulschlüssel da drauf gehen. Ja, wenn ihr das dann alles angeschlossen habt, man kann das jetzt glaube ich so nicht sehen, ne? Aber ich mache euch mal Licht. So, dann bewegen wir mal. Ne? Wir bewegen dann mal den Gasschieber und gucken, ob der hoch geht. Merkt man aber schon, der geht hoch und runter. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, soweit haben wir jetzt alles wieder zusammengebaut. Na, ich hoffe jetzt, wenn ich nochmal Startpilot, ich gebe ein bisschen Hilfe, ist ja auch schon ein älterer Herr oder eine ältere Dame. Also machen wir mal den Gasschieber hoch. Hauen hier mal ein bisschen Startpilot rein. Und dann drücken wir den Startknopf und gucken mal, was jetzt passiert. Ja, habt ihr gehört? Auf jeden Fall versucht da schon mal anzugehen. Das gibt jetzt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich vermute, der kriegt keinen Sprit, weil er will ja anspringen. Also gehen wir jetzt mal bei. Hier einem Unterdruckbenzinhahn. Lösen den. Und haben hier natürlich gleich einen Trichter und einen Kanister darunter. Damit, wenn wir den gelöst haben, es könnte sein, dass der nicht funktioniert. Es kann aber auch sein, dass das Sieb sich zugesetzt hat. Und deswegen lösen wir das Ding hier jetzt. Und dann lassen wir die alte Suppe ab. Die hat zwar noch gut gerochen. Wir kontrollieren das. Machen frischen Sprit drauf. Ja, gleich pisst es hier. Mal gucken, ob ich das schon mit der Hand machen kann. So Leute, das läuft jetzt alles da rein.
Ne? Und ich zeige euch das gleich nochmal. Ne? Es sieht ein bisschen aus, ja, als wenn jemand es mit der Blase hätte. Ne? Sieht das aus, als wenn der entweder bei Esso getankt hat, aber wichtig ist, dass wir keinen Dreck in den Benziner haben. So, ich habe jetzt mal frischen Sprit besorgt, ne, und den kippe ich jetzt hier mal rein. So, frischer Sprit ist drinne. Der Vergaser ist natürlich jetzt leer oder der alte Sprit ist noch drin. Deswegen geben wir ihm noch mal ein bisschen Startpilot. Noch ist was drin. So, und dann wollen wir mal gucken, was er jetzt sagt hier. Ja, kurzes Aufbeugen. Nochmal. Tja, meine Lieben, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz. Ich nehme noch mal Bremsen rein hier, weil Startpilot ist auch so teuer. Hau ich hier noch mal rein. Weil die Realität ist, das Ding ist 14 Jahre nicht gelaufen. Und deswegen wollen wir mal gucken, was er jetzt sagt. Schlecht war das nicht. Tja, meine Lieben, das war's erstmal für heute. Ist wieder 18 Uhr. Ne? Ja, nicht vergessen, sollte dein Roller nicht mehr laufen, musst du dich nicht gleich besaufen. Ich drehe nochmal den Zündschlüssel um und hoffe auf ein kleines Wunder, aber wir sind schon eine ganze Ecke weitergekommen. Ja. Gut, dann sehen wir uns dann im nächsten Teil, wie das Ding dann rennt. Ne? Wollen wir jedenfalls stark hoffen und dann kümmern wir uns natürlich auch um die Optik, weil zuerst kommt immer die Technik, dann die Optik. Bis dann, euer Roller Rolf. So Leute, bevor ich jetzt nach Hause gehe, muss ich noch einmal meine kleine Helix, ja, muss ich noch mal hören.